Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. Ja, wir müssen heute definitiv an der Kohle arbeiten, sonst geht uns da oben der Strom aus. Das heißt, den Bahnhof muss ich dann auch noch einrichten. Das wird auf jeden Fall witzig. Wir machen jetzt mal als allererstes Arbeit die ganzen Miner hin, dass wir schon mal alles haben. Hätte mal gesagt, wir fangen. Ja, ich fange jetzt mal hier an. Ja, schaut gut aus. Dann können wir schon mal die nächste Reihe legen. Und dann muss ich noch dran denken, ich muss ja die Dinger auch noch mit Strom versorgen. Dahin, dahin. 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 Hätte gedacht, ich habe viele. Nein, habe ich nicht. Heißt, der da wäre jetzt dann hier, hier und hier. Das nehmen wir mal Allegor. Hier habe ich schon die roten. Naja, solange ich welche habe, kann ich die auch nutzen. So, dann heißt es nämlich. Ja, habe ich hier ein Lager, ne? Ja, Tiny. Habe ich das noch dabei, mein Tiny? Ich habe ein Tiny und ein Small dabei. Das Tiny nehme ich mal hier raus. Ja, die hätte ich schon mal richtig. Das heißt, es sind auf jeden Fall schon mal welche. Die dahin kommen. Ich muss ja das Lagerhaus dann so bauen. Dass ich sage, okay, ich gehe hier rein. Und ich gehe hier rein. Der, die da dann so kommen und der, die dann hier reingehen. Ist dahin. Okay, dann hätte ich gesagt, habe ich den Bahnhof. Der Bahnhof wäre dann hier rein. Dreht hier um. Wie gesagt, das Problem ist halt, ne, wenn ihr hier reinfährt und hier reinfährt, muss er halt, wenn der Eisen da ist, dann muss er halt warten. Problem habe ich ja auch oben und vor allem Eisen und Kohle teilen sich, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, dieselbe Schiene oder denselben Platz oben. So. Lass mal nochmal hier vorbeiflitzen. Flitzen vor allem. So, dann machen wir mal dich als geradeaus weiter. Ja, das war mir jetzt klar. Wenn ich dich jetzt geradeaus weitermache. Ich habe jetzt da noch eine. Ja, genau. Ne, das ist ein Problem. Also müssen wir da eine Regelung finden. Müssen wir doch ein wenig runter. Dann gehst du da rein. Kann ich dich? Nein. Kann ich dich? Genau. So. Dann brauche ich auf jeden Fall. Ach, machen wir mal gleich mal 5 Ampeln. Ja,
das ist leider die falsche Strecke. Ich brauche es auf der anderen Seite. Ah. Man wird es gleich sehen. Also ich hätte es am liebsten gerne so, dass die Bahn... eigentlich so hier wäre. So, dann brauche ich jetzt einen Bahnhof. Bahnhof. Wo ist der Bahnhof? Da ist der Bahnhof. Genau. Dann muss der noch ein bisschen länger werden. Okay, also dann kommst du jetzt erst einmal hier. Noch ein. Genau. So. Also hier aus. Ich spiele ja auch was mit. So. Dann gehst du jetzt dahin. Jetzt muss ich den Bahnhof so platzieren, dass ich meine vier Waggons auf jeden Fall hinkriege. Wenn ich die nämlich nicht hinkriege, habe ich ein Problem. Ja, aber ich könnte mal schnell was machen. Wo ist mein Abrissplan? Du gehst schon mal auf jeden Fall hin und machst mir hier die Bäume weg. Na, da habe ich doch mal gerade eine glatte Idee. Ich muss ja nicht jetzt hier unbedingt hier meinen Kreis drehen. Reicht ja, wenn ich so gehe, dass ich mit dem hier gleich bin. So, das heißt jetzt hier und ja, das darf ich nicht, das darf ich. Okay, also das heißt jetzt dann, hier ist dann meine Linie. Dass ich außer Reichweite bin, habe ich auch gerade geknallt. So, das heißt, wir gehen mal ein bisschen da lang. Gehen wir mal hier entlang. Noch einen. Jawohl. Ah, nee, nicht jawohl. Wieder weg. Doch noch zu weit oben. Den hinteren Bereich nicht gesehen. Also das heißt, die Schiene muss hier entlang laufen. Das, jawohl. Ja, das immer, weil da kann ich ja nämlich komplett nämlich nach unten laufen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, dass die Schiene zu kurz ist. Auch weiter. Details. Wir haben jetzt dann schon mal das da alles sauber. Ja, ich bin ein, ja, sehr intelligenter Mensch. Das kann alles weg. Weiß ich auch, warum das jetzt nicht ging. Aber das ist ja die Abtransportbahn und das ist die Herkommenbahn. So, dann kann ich nämlich das da auch wegmachen. Ist wieder hier hin.
mich. Du gehst dahin. Wir gehen jetzt hier weiter. Und du gehst hier runter. Genau. So. Dann heißt es jetzt, ich brauche den Bahnhof. Hof des Bahnes. Dahin. Oder dann können wir jetzt eigentlich sagen, ab hier. Und dann gehe ich jetzt hin und sage, bitte kopieren. Alles, was hier ist. Und du kommst dann hier hin. Ich hab das so ganz böse Vermutung. Ja, ich habe noch eine ganz böse Vermutung. Abrissplan. Danke. Ich kann nichts ausschneiden, ich möchte es einfügen. So, die Dinger kommen nämlich dann jetzt daher. Aber ich vermute mal, dass ich nicht so viele machen kann. Gibt es ein Stück. Von denen kann ich noch 10 machen. Von den gelben 20. Also davon machen wir mal auf jeden Fall mal 6. Da geht mir bestimmt vorher alles andere aus. Von dem brauche ich auch nochmal 6 Stück. So, keine Züge mit der Haltestelle. So, das heißt jetzt, ich habe das Haltestellen, habe ich jetzt 4 Stück. Ressourcenbahnhof Eisen. Menü öffnen. Ah, der ist schon wieder da. Habe ich denn überhaupt? Ich hoffe, ich habe einen. Ja. Zug habe ich dabei. Habe ich auch Waggons dabei? Jawohl, habe ich auch. 1, 2, 3, 4. So. Mein Problem wird jetzt sein, dass der schneller. Ich muss die erstmal wegmachen, tut mir leid. Ich mache ich auch mal schnell weg. Ja, ist ja gut. Ich mach das bitte selber, danke. So, jetzt haben wir wenigstens mal 2. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mit dem da entlang. Und ich gehe mit dem da entlang. So, aber ich werde jetzt nicht so viele Gleise mehr machen können. Machen wir schnell noch 5 Stück. So, das ist schon mal kein Problem mehr. Dann gehen wir mal jetzt mit dem hier entlang. So, dann sind die jetzt auch schon mal voll. Dann können die schon mal anfangen einzufüllen. Ja, wenn wir da mal einen ersten Stack drin haben.
250 Stück. Brennstoff. Sehr gut. So, jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wie man die Lokomotive MK2 farbig schwarz, bitte. Danke. Mein Kohlezug. Jetzt muss ich halt erst einmal hier. Meine blauen nehmen. Geht halt nicht anders und besser. Okay, also dann brauche ich jetzt mein Zugmenü. Haltestellen. Dann ich hier die Farbe. Ah, okay. Also ändern wir hier auch noch die Farbe auf schwarz. So, Platz da. Fränkisch. Mich jetzt auf diese Haltestelle drauf. Haltestelle auf Karte öffnen. Jawohl, da komme ich hin. So, Steuerung C. Gehen wir jetzt dahin. V. Sehr gut. Das ist ein Bahnhof Kohle. So, den Fahrplan Haltestelle hinzufügen. Also, du bist auf jeden Fall immer Bahnhof Kohle. Momentan hast du keine Wartebedingung. So, dann gehst du Gleis 1. Da hast du die Wartebedingung. Leeres Frachtinventar. Genau. Automatisch. So. Dann läuft es jetzt nämlich hier voll. Ich habe irgendwo mein Auto. Ich glaube ganz vorne. Das muss ich jetzt suchen. Nein, machen wir noch nicht. Diesen Halteabschnitt kann ich wegmachen. So, jetzt ist hier ein Signal drauf, dass es rot ist. Kommt hier jetzt auch noch eins hin? Ja, wenn der nämlich rausfährt, soll der den anderen in Ruhe lassen. Das müssen wir nämlich auch noch machen. So, dann heißt es, hier kommt auch eins hin. Und dann kommt hier noch eins hin. So, das heißt also, wenn jemand hier gerade drin ist, dann bleibt der andere Zug. Nein, dann bleibt der andere Zug hier stehen. Dann ist er nämlich lang genug und dann verschließt er hier nichts. Dann haben wir hier auch ein Signal. Kann der da entlang fahren und da entlang fahren und da haben wir auch das Haltesignal. Da haben wir das Haltesignal. So, solange ein Zug in diesem Bereich drin ist, soll den anderen in Ruhe lassen.
Muss ich nur gerade hoffen. Das könnte jetzt wieder ein Problem werden. Kann sein, dass ich das Gleis nochmal neu verlegen muss. Das wäre nicht schön. Ah, nein. Das ist super. Bin außer Reichweite, aber ich kann hier noch ein Zugsignal hinsetzen. Ich will es mir gar nicht abreißen. Reiß aber trotzdem ab. Ja, das heißt jetzt also, wenn da einer ist. Dann rauschen wir mal nach oben. Brauche auf jeden Fall bestimmt oben noch mal eins oder zwei von den Signalen. Schöne ist, ich muss jetzt schauen, dass ich noch die ganzen Sachen mache. Das heißt, ich tue dann einfach nur oben das Auto umdrehen. Das Schlimme ist vor allem, wir brauchen Kohle oben. Also wie gesagt, das geht mir gerade komplett aus. Ich hoffe, dass da auch genügend Kohle da ist, damit. Uah! Okay. Aber wir können hier stehen bleiben. So, dann heißt es jetzt, ein Signal kommt noch hier hin. Genau, dann haben wir hier eins und hier eins. Das hat er schon mal sauber gemacht. Und dann gucken wir mal hier entlang. Ja, also da ist auf jeden Fall schon mal Ebbe. Hurra, hurra. Also wenn ich mal da rein. Ah, da ist auch noch einer drin. Komm. Achso, du brauchst 25. Okay, also, wie schaut es bei dir oben aus? Steuerung B. Ein bisschen was haben wir noch da. Ah, die Kisten sind ja auch Gott sei Dank noch voll. Ja, aber. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt was? Ich brauche vor allem Eisen. Ich brauche vor allem Eisen. So, dann heißt es jetzt für mich. Hier 500 raus. Hier 500 raus, hier 500 raus und hier 500 raus. Brauche ich sonst noch was? Ich brauche von dem da 9 Stück. Gut. Ja, ich brauche noch Stahl. Da 52. Ja. Wir nehmen ein bisschen was weg. Also, ich habe einen einzigen, glaube ich, unten drin. Das heißt, ich brauche jetzt noch 6, 12, 18. Dann machen wir davon 2. Und dann brauche ich von dem dasselbe. Das heißt jetzt von mir, ich schaue mal, habe ich hier noch was drin? Hier habe ich noch 64 Stück drin. Das heißt, ich brauche jetzt von hier meine Zahnräder. Komm, nehmen wir gleich 1500 mit. Da kann der nämlich gleich loslegen und welche machen. Okay. So, und dann heißt es jetzt zu mir 1, 2, 3. So, 15 Stück. Du hörst auf mit denen und machst hier noch mal 5.
Nein, und wir gehen wieder zurück. Auch noch Schienen. So, die Spender meine ich, die Schienen. Schienen brauche ich hoffentlich nicht mehr. So schnell. So, aber ich habe ein bisschen Holz dabei. Ein bisschen was mitnehmen können wir. Wir müssen nicht übertreiben. Ja, habe ich euch jetzt gesagt. Das ist auch gleich bereut. So. Wenn ich jetzt nämlich unten dann alles soweit angeschlossen habe. Ja, schaut mal. Der andere Zug ist auch schon da. Ja, das Problem ist jetzt halt genau. So, und da kommt jetzt auch eine Wartebedingung hin. Und da heißt es dann auch volles Frachtinventar. Und hier ist jetzt halt mein Problem. Der ist jetzt voll. Und das ist natürlich schön. Okay, also solange du voll bist. Muss ich das da leider ausmachen. So, jetzt ist hier eine rote Ampel. Und ich habe doch gewusst, ich brauche noch mal mindestens eine. Kommst dahin. So, dann nehme ich mein Auto. Wir rauschen nach unten und ich brauche aber noch mal bitte Minimum eine Ampel. Weil wenn der nämlich dann hier in diesem Bereich ist, möchte unten eigentlich noch eine Ampel hinsetzen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich glaube, so habe ich es nämlich jetzt auch mit der anderen Seite gemacht. Solange er auf der geraden Fläche ist, darf er nicht. Aber sobald er unten... Uah, wir fahren wieder hier hin. Okay. Dem mag es nicht. Ja. Dann kommst du dahin. Dann haben wir es auch. So, das müssten jetzt alle frei sein. Das heißt, es müssten jetzt beide Züge auch gleich rollen. Und jetzt habe ich genau mein Problem erreicht. Herzlichen Glückwunsch, ich. So, also du gehst jetzt dann hier hin. Gehst da drauf. Und du gehst hier hin. Und gehst hier drauf. Weg. Muss ich gerade hoffen. Dass der Kohlezug noch kommt, weil wenn der nämlich nicht mehr kommt, habe ich ein Problem. So, ich brauche bitte noch mal zwei.
mal, wir klicken mal auf die Zügi. Jawohl, aber er ist unterwegs. Er wird zwar jetzt momentan nicht mehr befüllt. Aber mein Zug ist unterwegs. Also das heißt, das hat jetzt auch funktioniert. Auf die Züge kann ich ja auch oben zugreifen. Diese Straße zu treffen, diese zweifache, ne? Und nichts schwerer als das. So, wir rauschen. Dass da kein Strommast kaputt gegangen ist. Wäre jetzt aber auch nicht gut, wenn jetzt auf einmal oben kein Strom mehr läuft. Aber wie gesagt, das habe ich ja vorher gesehen. Dann haben wir ja gesagt, ich muss das unbedingt unten machen. Muss ich jetzt halt einpendeln. Aber dafür habe ich ja auch immer meine Sicherheitskisten hinten dran, dass mir die Möglichkeit haben, ja, also ist doch alles ausgegangen. Wir bremsen auch für Kohle. Eins, zwei, drei, vier. So, kann ich die Kohle auch noch reinschmeißen? Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. Muss ich aber mal gucken, wie schnell das hier die Kohle verbrennt. Ich habe jetzt auf jeden Fall 250 Stück drin. Für jeden. Muss jetzt auf jeden Fall halt unten. Dem Zug jetzt sagen. Genau dich. Geh mal auch mal dahin. Ja, doch, er zieht es rein. Ja, okay, der andere braucht Strom. Ja, aber bringt mir halt nichts, wenn ich jetzt halt da sofort wieder runter rausche und sag, er soll mal wieder das wegtun. So, ich habe da hinten auf jeden Fall auch noch Holz, habe ich gerade gesehen. Kommt mal weg, das tue ich mal alles hinten rein, dass das beieinander ist. So. Hier kommt das Holz bitte hin. Du bleibst da. Gut. Da kommst du auch mal hier raus. Und das ist auch noch ein bisschen, was ich habe. Ja, komm. Hau dich auch rein. Danke. So. Für mich heißt es ja, eigentlich müsste jetzt das da alles weg. Eigentlich. Ich habe noch Stahlkisten. Ich habe auf jeden Fall zwei. Dann nehme ich die. Und dahin. Dann habe ich wieder die nächsten zwei. Dann packe ich jetzt mal hier das Eisen und auch noch das Stahl zwischen. Beim Eisen kommen meine Zahnräder auch mit rein. Die nächsten drei, das ist jetzt dann Stein, Plastik und Mauern. Gut. So, dann heißt es jetzt für mich, wir machen jetzt mal diesen hier.
latsche ich überall durch und ziehe das ganze Zeug raus. Dadurch, dass ich das ganze Stahl natürlich raus habe, war das sehr intelligent. Sollte vielleicht ein bisschen was einstecken. Nicht viel, aber ein bisschen. Dass ich wenigstens noch ein paar Kisten machen kann. So, und du kommst jetzt mal dahin. Also, alles, was Band ist, mit Bändern zu tun hat, packe ich jetzt in diese Kiste. Alles, was mit. Ja, okay, wobei. Du hast auch was mit Bänden. Das ist auch noch Band. Okay, dann habe ich jetzt dann hier die Kiste. Da packe ich jetzt alles rein, was mit Pipes zu tun hat. Dann haben wir hier die nächste Kiste. Da kommt jetzt alles rein, was mit Maschinen zu tun hat. So, du hast was mit Bändern zu tun. Das Maul kommt weg. Dafür kommt wieder ein Tiny. Und du bist dann Lagerplatz. So, kommst dahin. Also kommt alles, was Lagerplätze ist, kommt jetzt dann hier rein. Mir mal die restlichen Kisten. Alles, was Strom ist, kommt hier hin. Dann haben wir hier noch mal was. Dann kann ich jetzt noch die restlichen Kisten jetzt da unten hinstellen. So, beziehungsweise nein, dann kommst du nämlich jetzt so hin. Alles, was mit Schiene zu tun hat, kommt da rein. Alles, was mit Zeug zu tun hat. Nein. Er war intelligent. So, alles, das hätte ich gesagt. Dann kommen Greifarme, kommen noch mit den Bändern. Weil ohne die geht's nicht, wenn ich die anderen auch dabei habe. So, dann habe ich jetzt auf jeden Fall nochmal. Das ist eine Maschine. So, dann kommt da unten alles hin, was mit Upgrades zu tun hat. So, und hier kommt jetzt dann rein alles, was mit Ressourcen zu tun hat. Und dann brauche ich doch noch mal einen. Noch eine Kiste. Wenn ich jetzt ein intelligentes, alles, was mit Waffen zu tun hat, da rein. Wollen noch eine. Wenn ich jetzt ein intelligentes Viech werde, werde ich jetzt kommen und die Kisten kaputt machen. Hörte mich schreien. Sehr laut. So, genau, alles was mit Waffen zu tun hat, kommt hier rein. Und alles, was mit Forschung zu tun hat, kommt hier rein. Und dann haben wir noch eine Kladderadatsch-Kiste. Die kommt jetzt dann dahin. Da kommen jetzt dann halt Mauern, kommen zu den Waffen. Da ist es alles, was mit Untergrund zu tun hat, kommt da rein. So, und du bist auch noch mal was mit den Bändern. So, Lampen kommen auch hier hin. Okay, so. Das heißt, ich muss jetzt hier entlang flitzen und alles rausziehen. Jetzt auch gleich sehen, warum, dass ich gesagt habe, auch eine Kiste mit der Wissenschaft. Und da ist jetzt nämlich doch auch ein bisschen was drin. So. Upgrades kommt da rein. Da ist Militär.
Da habe ich nochmal das da. Und dann habe ich noch das da. Und jetzt muss ich gucken, wo der Zug ist. Kohle. Kohle steht immer noch. So, und jetzt muss ich dieses volle Fracht wegmachen. Eins, zwei, drei, vier. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hat. So, das heißt jetzt dann wieder, du kommst jetzt dann wieder dahin. Volles Frachtinventar kommt wieder rein. Ah. Jetzt muss ich natürlich warten. Ah, kann man sogar gucken. So, der da müsste jetzt eigentlich, der da dürfte jetzt eigentlich wieder fahren, sobald der da hier an der Ecke vorbei ist. Jawohl, er setzt sich in Bewegung. Ja, sehr schön. Das Problem ist halt nur, da wartet jetzt halt ewig und drei Tage. Ja, da habe ich einen kleinen, sozusagen einen kleinen Denkfehler gemacht. Ich hätte die Schienen etwas auseinander machen müssen, damit ich sozusagen die Möglichkeit habe, nochmal ein paar so Signale reinzupacken. Weil macht natürlich keinen Sinn, dass der da unten jetzt wartet, bis der da oben eigentlich durch ist. Eigentlich wäre es sinnvoll zu sagen, du musst warten, hier warten, bis der Zug hier durch ist. Und wenn der hier durch ist, hast du Freifahrt. Das müssten wir auch noch einstellen. Oh, ich hoffe, dass aber der Zug schneller da ist als dann der andere. Als die Kohle oben weg. Und das hätte ich nie gedacht, aber ich bin auch irgendwie glücklich drüber, dass ich momentan halt das kleine Eisenproblem habe. Ja, okay, es ist halt auch momentan so, das Eisen kann nicht alles verarbeiten, ist klar. Weil ich halt noch nicht alles drauf habe. Ja, weil jetzt kommt dann hier der nächste Pulk rein. Ich hoffe jetzt gerade, dass das jetzt alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Bin auch gerade beim Überlegen, aber ich werde es auch gleich so machen. Ich werde jetzt eiskalt hingehen. Und den... Ja, super. Abrissplan brauchen wir auch noch mal hier. Kann mal einer noch den Baum da hinten auch noch fällen? Danke. Einfügen. Todala, danke. Wir laufen mal in die Richtung. Die acht Maschinen muss ich auch noch holen.
Okay. Wir laufen in die Richtung. Dass er bitte noch den Rest wieder einfüllt. Eine fleißigen. Kleinen Rubis. Gut. So. Dann haben wir das nämlich auch noch erledigt. So, dann brauche ich aber nochmal jetzt aus dem da, brauche ich das da und das da. Und ich brauche aus dem da ein paar mehr. Denn wir wollen ganz schnell das Blaupausenbuch nehmen. Die City Block aufmachen. War das der? Nein. Muss ich den angucken? Das ist der? Schaut aber eigentlich richtig aus, ne? Genau, dann kann ich den jetzt nämlich arbeiten lassen. Lass diese schönen Felder hier alle aufbauen. Ich muss nur beten, dass ich die Kohle nicht brauche. Dass mir reicht. Dann glaube ich, habe ich noch genügend da. Wäre nicht das Problem. Aber dann können wir nämlich das nächste Mal, wenn die dann hier alles fertig haben, weitermachen mit der Automation, weil ich möchte eigentlich die Bänder automatisieren und dann geht auch da oben mehr Eisen weg. Ja, so wird es sein. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.